Bitte, Walkout, bitte. Mané, Mané, Koulibaly! Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zum lustigsten Pack Battle! 4! 4? 5! Save 4. Schwör? Nee, kann 5 sein. Wir haben 5 83 Plus Sets und 10 von den 2 seltenen Goldspieler 81 oder höher Sets. Wir werden es wie in alter guter Zeit, wie im letzten Jahr, so machen. Jeder nennt eine Kategorie, aber ihr werdet das schon gleich sehen. Dafür lasst ihr jetzt mal alle einen dicken Daumen nach oben da, weil das habt ihr übelst gefeiert. Mal gucken, was wir heute so ziehen werden. Vielleicht ist ja der ein oder andere Future-Star dabei. Boah, einer muss heute auf jeden Fall dabei sein. Ich bin gespannt. Ihr könnt auch mal reinschreiben, was ihr von den Sets haltet. Wir haben das ja schon häufiger gemacht, die 81er und die 83er. Also beim letzten Mal waren die 83er nicht so gut und die 81er haben gegeben. Ich glaube, bisher haben wir 4-mal gespielt und du hast mindestens 3-mal gewonnen. Ja, Mann, ich habe bisher fast immer gewonnen. Ich habe dir sogar auch so gesagt, hey, du kriegst 2 Punkte, wenn du jetzt gewinnst und so. Ich bin halt der hier, was auf meinem Shirt steht. Du bist auf jeden Fall der lustige Part bei dem Pack Battle. Wer fängt an? Mach mal Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, okay, komm. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere. Papier. Ich gehe einfach mal mit dem, der den längeren Namen auf der Karte hat, okay? Okay, alles klar. Gut, dann 3, 2, 1, boom. Dann go. Starten wir mal rein hier. Sagen, let's go. Der den längeren hat, okay. Das kann ich ja nicht wissen, Alter. Das bist du ja, also ich kann das nur wissen. Ich kann es nur wissen. Und Xabi, oh, 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 ist best Future Star! Future! Brasilien! Rodrigo! Oh no, der rechte Verteidiger! Gomez! Emerson! Emerson, oh! Ey, Rodrigo wäre schon krank, ne? Ja, Rodrigo wäre krank, Alter! Ah, im ersten Pack! Im ersten Pack, Bruder! Ja, krank, ganz Digga, ruhig. Ich habe den ja gespielt gegen dich im SPB, ich fand den gar nicht mal nicht schlecht. War in Ordnung. Ja, ich habe aber auch Trent Alexander-Arnold, ne? Deswegen. Ja, das ist das Problem. Ja, also ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buchstaben. Ach komm, von mir aus nimm den Punkt, ich habe den Future Star drin. Oh, ich habe noch den alten Ernie drin, aber der sieht mittlerweile nicht mehr aus wie du. Also ich habe insgesamt nur 7. Gut, dann geht der erste Punkt an dich. Let's go, Alter. Dann würde ich mal jetzt sagen, mein Spieler ist größer als deiner. Let's go. Come on. Jetzt den Keeper. Back to back. Oh mein Gott, der kommt raus, Bruder. Meiner auch. Ah. Ah. Out. Brasilien? Deutschland, ZIV? Das ist gut. Nein, nein, nein. Hä? ZIV, dann hast du ja safe einen größeren. Ich hab David Lewis. Ja, okay. Manuke, du nimmst irgendwie mal die richtigen Kategorien. Ja, so groß ist er auch nicht. Julian, oha. 1,8. Ja, ja, das ist schon klar. Und dann 9. Ja, ich hab 1,93. Was? Julian Brandt ist 2 Meter groß. Was? Ich hab 1,85. Ich wollte schon sagen, Alter, so groß ist der doch nicht, ey. Okay, also ich sage jetzt, ich habe mehr rote Werte als du. Rote also, Werte? Wenn du R3 drückst, dann habe ich mehr rote Werte. Also rote nicht Zahlen insgesamt, sondern die Kategorien einzeln zählen. Laber okay. Nicht, öffne Alter, jetzt, komm Schnauze. Schon. Okay, let's go. Mehr rote Werte. Das kommt ist aber raus. Gar nicht schlecht. Eigentlich für gut für die Kategorie. Na, kein Walkout. Doch, das ist sehr gut, das gefällt mir, Mann. Scheiße, Spanien, ey. Und ich habe insgesamt 4. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Asensio von Real Madrid. Ja, das ist ja wieder hier easy, ne? Ich glaube, ich brauche da mal andere Gegner, Alter. Das ist echt einfach. Ja, hol dir mal andere Gegner, aber wie wär's, wenn du erstmal Future Star ziehst? Dann kannst du den Mund aufmachen. Okay, komm, okay, dann machen wir jetzt so einfach, wer das höhere Rating hat. Let's go. Da öffne ich natürlich mein erstes 83er Plus Set, natürlich. Das ist eine sehr gute Idee. Let's Und go. Da kommt der Future. Walkout? Nein, ne? Nein. Dann hab ich auch nicht. Du auch nicht? Aber nein, nein, nein! Was hast du, 83er? Ja, so? Ja, ich auch. Okay, was machen wir jetzt? Lass uns die Kategorie wiederholen. Okay, okay, gut. Komm, ich mache jetzt sogar, ich habe die Eier dazu, ich mache ein Goldset auf, normales, 2 seltene Goldspieler-Set. Let's go, ich mache auch ein 381er auf. Den Future Start ist da drin, back to back. Jawohl, der kommt raus. Komm schon! Walkout, let's go! Oh, das müsste Oblak oder Handanovic sein. Nee, Skriniar, aber ein 86er. Ein Batman. Ndombele, Ndombele, scheiße, 81er. Du okay, triffst die Kategorien, aber ich treffe die hohen Spieler. Ja, 4-1 immer noch, komm. 4-1? Ja, ich dafür doch 4-1. Ah. Okay, ich sage, derjenige gewinnt, dessen 2 höchste Werte auf der Karte näher aneinander sind. Okay. Näher aneinander? Aneinander. So wie deine Eier. Okay, let's go. Let's go. Ich habe zwar nichts verstanden, ey. Ah, okay. Ja, ungefähr.
Ah, die gönnen nicht heute. Unge. Unge. Gönnen nicht. Das ist eher Unge. Ungenau. Ungenau. Oh. Also die zwei höchsten Werte. Ja. Ja. Da ist bei mir schon weit auseinander. Bei mir ist ein auseinander. 82, 83. Jo. Also du hast, der höchste Wert ist 83 und der zweithöchste ist 82. Genau, also ist nur ein Abstand. Okay, krass. Ja, dann hast du jetzt einen weiteren Abstand, was das Rating angeht insgesamt oder den Spielstand. Ich habe 82 Schuss und da kommt so ein Adriz Aduriz, von dem man eigentlich denken würde, der hat einen Körper wie Hulk, aber hat nur 76 Dribbling und 74 Füße. Was machen wir denn jetzt? Ich gehe jetzt mal mit der Kategorie. Ich habe insgesamt mehr Sterne als du auf der Karte. Also Skillwerte und schwacher Fuß zusammengerechnet habe ich mehr. Okay, Sterne. Niemals. Okay, du hast gut. Gar keinen Stern. Let's komm go, raus, wie er im kommt. Dschungelcamp hier. Ja. Oh. Oh. Walkout? Kein Walkout. Oh. Okay. Casemiro. Let's go. 88er, ne 87er. Ja, aber hat er denn gute Sterne? Ich glaube nicht. Nein. Ey, der hat 3 Sterne schwacher Fuß und 2 Sterne Skills. Jawohl. Ich treffe immer die richtigen Kategorien, Leute. Das müsst ihr euch merken. Ja, aber im Endeffekt ziehst du trotzdem nur Scheiße. Mein Spieler hat mehr Bart als deiner jetzt. Komm, mehr Bart. Mein Real Life hättest du auf jeden Fall gewonnen. Ja. Let's go. Auch wenn es keinen Sinn macht, ich öffne einen 83er Plus. Der Bartmann. Mein Gott, Alter. Der Bartmann. Echt nur Scheiße. Walkout. Wieder? Gibt's ein Walkout mit Bart? Frankreich, Pogba. Nein. Nein. Warte, aber der hat Bart. Der hat aber Bart. Der hat einen guten Bart. Meiner hatte... Schlimmer als du, sag ich mal. Aha, also ist der komplett glatt rasiert. Ja. Ich hab Hugo Lloris. Ja, der hat Bart, also scheiße, hast du gewonnen, ey. Shit. Wie steht's okay. Jetzt? 7-2 oder so? Lass uns doch mal sagen, ich habe mehr Schuss und Defensive als du. Versiebe. Zusammen, Mathematik musst du rechnen, okay? Okay, gut, komm, let's go. Heck. Oh, der kommt schon wieder raus, der kommt schon wieder raus. Ich öffne sogar meinen 83er, der kommt auch raus. Komm, gib doch mal jetzt. Guck mal, ich zieh keine Walkouts. Warte mal. Na, das ist nicht gut. Ein ZM wäre geil gewesen, glaube ich, ne? Schuss- und Defensivwerte. Ja. Okay, sagen wir erstmal, wie viel Schuss hast du? Warte, wie machen wir das denn jetzt, wenn ich einen Torwart habe? Ja gut, das ist natürlich dann eigentlich ein Ausschlusskriterium, weil du hast ganz wenig Schusswert. Wo ist denn Defensive nochmal auf der Karte? Links? Ach so, beides in der Mitte. Ja, da habe ich 77 links und 34 rechts. Dann habe ich gewonnen. Ja, siehst du. Ich gehe jetzt, ich muss jetzt gewinnen. Was nehme ich da für eine Taktik? Komm, wir gehen nochmal mit dem Spieler, der insgesamt mehr Buchstaben auf allem hat, was er hat. Ich brauche jetzt so einen Nukulululu oder Dumulu. Er kommt nicht. Come on, out. Ey, immer noch kein Walkout, Mann. Oh, das ist so traurig. Aber ich weiß, hat der einen Vornamen, Nachnamen? So ein Brasilianer wäre wahrscheinlich gut, ne? Oh, ja, meiner ist auch sehr gut. Jawohl, ach du Scheiße. Ja, ich glaube, sein Name steht schon komplett auf der Karte. João Felipe Moutinho. 18. 17. Als ob. Ja. Oha, siehst du, Alter? Krank. Oh, shit. Komm, du kriegst jetzt 2 Punkte, wenn du gewinnst. Also mein Spieler ist näher an meinem Geburtstag dran, als deiner an deinem. Okay. Komm raus, Digga. Das Future. Ja. Nice. Kein Walk. Oh mein Gott, linker Flügel. Nein. Wer kann es sein, wenn ich sage linker Flügel? Entweder Neymar, da hast du jetzt Ederson oder Alisson oder Thiago Silva. Ja, ich hab Vertongen. Okay, also ich müsste eigentlich gewonnen haben, weil meiner ist hat am gleichen Monat Geburtstag und es sind 19 Tage. Ja, meiner hat am 22.04., also 7 Monate Unterschied. Nice! Ja, also steht es jetzt 7-5. Ja, hier geht noch was. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mit meiner... hat mehr Farben, sowohl insgesamt als auch in Nationalität und in Wappen vom Verein. Meiner kommt nicht raus, meiner kommt nicht raus. Gönn jetzt mal bitte den ersten Walkout. Nein, Digga, ich habe einfach bisher keinen einzigen. Ja, super. Shit, das ist nicht viel, das ist gar nichts, Alter. Das sind 4. Ach du Scheiße. Bruder, bei mir ist auch nicht viel. Alter, ey, du glaubst nicht. Was schätzt du, wie viele Farben ich habe? 2 oder 3 dann? 3. Ich habe 4. Ich hab 4, Dortmund und Deutschland. Nice, ich hab aber warte Frankreich mal, Deutschland ist Gold, bei Dortmund ist das Wappen gelb. Also das, darüber kann man sich streiten. Ja, also schwarz, rot, gold, dann schwarz bei BVB zählt ja nicht, weil es schon in Deutschland Wappen drin ist, aber es ist gelb und nicht gold. Also wenn ich hier gucke, habe ich im Endeffekt ein K-
knallrotes Rot und dann habe ich aber noch mal Magenta drin. Von daher. Okay, wenn wir dann so gehen, dann da leck mich am Sack. Ausgleich. Und ab jetzt zählt's wieder normal, Digga. Jetzt kriegst du nicht mehr hier 2 Punkte geschenkt. Nein, das war gerade nur ein Punkt. Warum? Ja, weil wir das nicht gesagt haben. Es steht 7-6 jetzt. Ich hoffe, du hast keinen 83er mehr. Ich gehe jetzt mit, wer das höchste Rating hat. Okay. Da muss ich leider enttäuschen, denn davon habe ich noch welche. Na. Komm schon, Future Star. Ja, Walkout, endlich, Bruder. Kein Frankreich, Walkout. Stürmer, bitte, bitte. Nein, Innenverteidiger. Umtiti. Oh. Umtiti, 86er. Dann hast du jetzt eigentlich schon so gut wie gewonnen. Ich könnte noch nur ausgleichen. Ich habe ja. Rodrigo drin, 83er. Jetzt musst du aber ein bisschen nachgoogeln, es sei denn, du bist Erdkunde-Freak. Der Spieler, der Verein, hat ja eine Stadt. Und diese Stadt ist näher bei mir an Düsseldorf als bei dir. Ja. Das ist eine interessante Kategorie. Ja, da kommen okay. Jetzt Google Maps hier. Boah, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Deutschen oder Frankreich oder irgendwas. Der kommt. Meiner kommt nicht raus. Kein Walkout. Ah, das ist schon mal nicht schlecht, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, bei mir ist Spanien, aber... Ach nee, warte mal, was, wie haben wir das jetzt die gesagt? Die Stadt, nochmal? Also der Verein. Aus der Verein? Aus welcher Stadt okay. Kommt denn deiner? Also ich habe einen Spanier und dachte halt erstmal, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich einen Spanier dann halt auch, okay. Oder einen in Spanien bekomme, aber er spielt bei Chelsea. Okay, das ist jetzt interessant. Also ich nehme jetzt die Stadt und gebe den Weg nach Düsseldorf ein. Wen hast du denn? Welches? Ich hab Aduriz von Athletic Bilbao, also die Stadt Bilbao. Also London, Luftlinie oder was? Ja, was da steht. Kürzeste Entfernung beträgt 1147 Kilometer. Was? Ja. Okay, du hast ja auch noch Frankreich dazwischen, ne? Ich hab 480 Kilometer. Was? So wenig? Ja. Okay, scheiße. Mein Spieler hat mehr Kinder als deiner. Und was, wenn er gar keine Kinder hat? Ja, dann sind's null. Ja, und deiner hat auch Knull dann? Was ist dann? Ja, dann, wer die heißere Frau hat. Okay, gut. Alles klar. Let's go. Letztes Pack. Meiner kommt nicht raus. Oh mein Gott, Alter. Ich habe 83 plus geöffnet und der kommt nicht raus. Champions League? Ja. Okay, Alter. Das ist halt die Frage, wie alt jetzt der Spieler ist, ne? Ja, haben wir gesagt, mehr Kinder, ne? Ja. Ich habe Lo Celso, Alter. Der ist doch voll jung. Der ist echt jung. Bruder, der ist 96. Der ist 2 Jahre jünger als ich. Meiner ist 95er. Ich habe Strakosha. Lo Celso, Kinder. Warte, hier ist eine Frau, Digga. Was hat er geschrieben? Ja, Urlaub, Vacation mit ihr. Also der hat auf jeden Fall eine Freundin, aber ich glaube noch kein Kind. Doch, der hat ein Kind, Bruder, Foto mit Kind. Sogar mit 2 Kindern sogar, der hat noch ein Kind gepostet. Momentos con el Sobrino. Ja, vielleicht war der auch in so einem Waisenheim irgendwo, keine Ahnung, in Afrika oder so. Sobrino, Übersetzung, was heißt Übersetzung? Sobrino ist doch Sohn? Sobrino heißt, Ja, bei dem einen ist es sein Neffe, aber das wird doch nicht zweimal sein Neffe sein. Ja. Ja, was sagen wir denn jetzt, ne? Ja, wir haben gesagt, wer die heißere Frau hat. Und da meiner wahrscheinlich nichts mit Frauen zu tun hat, würde ich sagen, geht der Punkt dann halt an dich. Let's go, Alter, let's go. Und ja, der Tommy. Haben wir gewonnen, Leute. Ja, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht. Ihr könnt uns auch mal gerne Kategorien reinschreiben, die wir dann vielleicht beim nächsten Mal reinpacken sollen. Genau. Ja, Freunde, wir sind weg. Macht's gut. Ciao. Ciao.